Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von... zu meinem Live-Let's Play. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich mich so drauf konzentriert habe. Zu meinem Live-Let's Play von Crash Bandicoot, der Insane Trilogy, dem ersten Teil. So, haben wir es geschafft. Okay, wir sind das letzte Mal bei The High Road stehen geblieben mit einem, ja, leichten Rage-Quit. Also das war kein richtiger Rage-Quit, es war schon einer... ein überlegter Quit. Herzlich. Du nuschelst das immer so süß. Ja, ja. Egal. Ja, wir hauen mal rein. Und ich habe keine Lust. Jule vor, noch ein Tor. Hey. Wir sammeln auf jeden Fall die zwei Leben mal ein. Und die zwei Wumperfrucht. Nee, die will ich nicht haben. Ich will nur einen davon haben. Okay, rennen kann man ja hier nicht, das ist schon mal ganz gut. Obwohl das besser wäre, wenn man da weiter springen könnte. Vielleicht... es fängt schon super an. Ich wollte gerade sagen, vielleicht wird mir die Lampe heute noch zum Verhängnis. Auf jeden Fall, wenn ich da noch so oft reingucke, dann auf jeden Fall. Bin ich hier überhaupt schon mal durchgekommen? Das ist die Frage. Also, auf Zeit. Weil mir wäre es erstmal wichtig, dass ich überhaupt durchkomme und guck. Oh. Und schaue, wie viel Zeit ich denn. Wie viel Zeit ich da überhaupt brauche. Ob ich mich da viel beeilen muss, ob ich da um einiges schneller sein muss. Oder ob ich hier relativ gediegen durchlaufen kann. Also natürlich muss man hier schon ein bisschen Speed drauf haben. Oh, das war ein Fehler. Naja. Ja, die zwei Leben hatte ich bitter nötig. Ich wollte jetzt eigentlich nicht so oft die ollen Seile benutzen, weil die sind halt ein bisschen tricky, weil da rutscht man gerne mal runter. Hallo, Wildschweinchen. Oder was auch immer du bist. Müsste man eigentlich mal in der Wiki nachgucken, da... Oh, scheiße. Da sind ja immer die, die Sachen da. Wie die Viecher heißen, wo sie herkommen, wie alt die sind, wie groß sie werden, was ihre Hobbys sind und so. Gibt's ja so Leute, die da so Wikis anlegen. Das war beim letzten Mal schon. Da haben wir, glaube ich, mit, nicht The High Road, sondern mit dem anderen Level angefangen. Und das war auch schon ein super Level für den Anfang. Aber da sind wir zum Glück relativ gut durchgekommen. So, wer ist denn da? Ach, Toby Potato. Hallo, Versprechen eingehalten. Oh, ich fühle mich geehrt. Ui, 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 das war... war auch knapp. Ja, und das war... Also da muss ich unbedingt über das Seil laufen, weil das ist kacke, weil das Zurücklaufen ist gefährlich, weil da auf einmal die zwei Dinger runterkrachen, obwohl ich die eigentlich gar nicht berührt habe. Hallo, Schweinchen. Wenn die nicht so komisch buggy wären, die Dinger. Dass man wirklich sehen kann, wo man da stehen kann und wo man runterrutscht. Das wäre fein, wäre das. Tut mir auch leid, wenn ich die Fresse halte, während ich hier zocke, aber das ist in diesem Level leider notwendig. Es tut mir leid. Ach,
kann doch nicht dein Ernst sein. Aber ich sag mal, ich bin jetzt schon weiter gekommen, als ich eigentlich gedacht hatte, dass ich jetzt am Anfang so weit kommen werden würde. Das macht Sinn. Das Level ist einfach nur doof. Dankeschön. Das finde ich auch. Ich mag das. Ich bin gesprungen, ich habe X gedrückt, hallo. Ich mag das auch nicht. Also im, vor allem in dieser Version des Crash-Spiels. Im ersten Teil ist es wirklich angenehm, weil da kannst du halt... Crash springt halt weiter. Und, also Crash springt weiter und der hat nicht so komische Malessen, wenn er von Schildkröten abspringt. Weil hier musst du ein zweites Mal auf die Schildkröte draufspringen, um wirklich den höchsten Punkt zu erreichen. Was du im ersten Teil nicht musstest. Da bist du einfach einmal draufgesprungen und dann hast du quasi auch den höchsten Punkt schon gehabt und musstest kein zweites Mal draufspringen. Das heißt, du hast sie mit dem Sprung hast du die quasi rumgedreht und du konntest direkt weiter. Und wenn du das hier machst, springst du nicht hoch genug. Das heißt, du musst das zweite Mal draufspringen und dann erst weiter. Das ist total bescheuert. Ich weiß nicht, warum die das noch nicht weggepatcht haben. Ich und meine Problemchen, ne? Nee, eigentlich... Was ist denn jetzt los hier? Jetzt hat Crash mein Gefluche gehört und jetzt hat er überhaupt keinen Bock mehr. Ich habe mich jetzt auch langsam mal an die Lampe gewöhnt. Ich habe jetzt keine Ahnung von Spieleprogrammierung. Wäre es möglich gewesen, dass man quasi die Engine vom alten Spiel genommen hätte, das, was ja offensichtlich nicht passiert ist, und dass man einfach nur quasi alles neu modelliert hätte in schöner Auflösung und sowas oder dass man quasi Sachen einfach ersetzt hätte. Wäre das möglich gewesen? Sowas? Oder muss dann die Engine irgendwie besser sein, weil die das mit der höheren Auflösung nicht hinkriegt? Ich habe da echt keine Ahnung von. Also dass man quasi dieses Move-Pattern, nenne ich es mal, dass man das einfach aus dem alten Spiel rausgenommen hätte, quasi Copy und Paste ins neue Spiel rein und dann einfach nur außenrum alles aufgehübscht hat, hätte, wäre das möglich gewesen. Weil das wäre doch einfach die beste Lösung gewesen. War knapp. Da ist er schon ein bisschen gerutscht. Aber ich hab's nicht gesehen. Na, ficken. Ich habe im Crash Subreddit gelesen, dass Naughty Dog denen die Daten zur alten Steuerung angeboten hat. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich hätte die auch abgekauft, sag ich mal so. Weil die Steuerung war halt wirklich godlike im ersten Teil, ne? Beziehungsweise in allen Teilen. Also... Ich verstehe nicht so ganz den Unterschied zwischen analogen Steuern und digitalen Steuern. Wirklich, Engine hatten die Spiele damals nicht so wirklich, da man einfach, die man einfach hätte halt übertragen können. Und moin übrigens, moin Crash wollte ich gerade sagen, moin Rick, moin Crash. Ach Scheiße, Mann. Ach
glaube, wir lassen das heute einfach. Ja, aber ich spiele doch jetzt auch hier übers Steuerkreuz. Also ich spiele eigentlich... Ich habe auch Spyro übers Steuerkreuz gespielt. Wobei ich bei Spyro war das ein bisschen lustig bei mir, dass ich anfangs noch übers Steuerkreuz gespielt habe und die Kamera ihr Ding machen lassen habe. Aber je später es wurde, desto mehr habe ich dann Spyro mit dem Steuerkreuz gesteuert und mit dem rechten Analogstick habe ich die Kamera gedreht. Was auch ein bisschen komisch ist, aber das ging halt irgendwie am besten bei mir. Yum, yum, yum. Oh, Toby Potato hostet dich jetzt. Wisst ihr, das hätte ich jetzt auch eigentlich noch einbauen können. Habe ich aber nicht. Weil ich gedacht habe, ach, mich hostet doch eh keiner. Übrigens auch Dankeschön, dass du mich hostest. Ach, Mann. Dann weiß ich fürs nächste Mal, dass ich das mit da reinbauen werde. Ach, Scheiße. Ach so. Ach so, ja, danke schön, Konfi. Das wusste ich nicht. Danke für diese Aufklärung. Mann, ich hasse dieses Dreckshurenseil, ne? Das ist richtig, das will ich jetzt nicht sagen, weil nicht alles made in China ist scheiße. Aber es ist halt richtig Billigware, ne? Ich habe zum Beispiel zwei kleine Leuchtepilzis. Die sind auch offensichtlich made in China. Aber die machen halt einfach hier Dinge, die leuchten und, ja. Ach, komm. Das sei das Dreckige und eine Hure ist. Oh, wir hatten heute Stromberg geguckt, heute Morgen. Da ist uns was aufgefallen. Das ist uns vorher noch nie aufgefallen, das ist richtig lustig. Da war... Typ aus der Zentrale ist da hingekommen, dieser Cop-Abrudi. Ich weiß jetzt nicht, wie der mit normalen Namen hieß. Und da ist man ja eigentlich davon ausgegangen, dass Stromberg da übelst verkacken wird und so. Und dann saßen die da halt am Tisch und hatten dann darüber gesprochen, was dieser Typ dann zu seinem Chef gesagt hat. Und dann hat er Stromberg gelobt und alle anderen waren halt mega scheiße und du dachtest halt, das wird total anders ausgehen. Und dazu irgendjemanden hat er Katastrophe gesagt und hat Stromberg mit dem Finger auf den gezeigt. Und hat so gesagt, oh, er hat Katastrophe zu ihnen gesagt. Das war total lustig. Wir haben das vorher nie mitbekommen, obwohl wir das schon so oft gesehen haben. Ja, es war so klar. Und bei Crash 1 hattest du nur die digitale Steuerung 0 und 1, auch im Bewegungsablauf. Da gab es nur Vollgas und Stehenbleiben sogar. Der Beschleunigungswert scheint einfach 0 und 1 zu sein, weil Crash sofort Vollgas gibt. Vollgas! Kennst du, du bist doch hier so ein Rennfahrer, ne? Du kennst auch Trant von den Rocket Beans. Der hat mal Trants Fahrschule gemacht, glaube ich, so hieß es. Und ist der, Nürburgring gefahren. Da hat er dann auch immer so Vollgas gesagt. Das war auch lustig.